Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind gerade auf unserem Schiff und sind jetzt nach Taris gereist. Wir haben hier einmal das Makrofernglas und Suchdruiden. Für das Makrofernglas haben wir schon den Gebrauch gefunden auf Drom und Kaas. Da sind wir dem Schleier so ein bisschen auf die Schliche gekommen. Und das führt uns jetzt hier auf nach Taris und Tatooine. Ja, der Suchdruide, wie gesagt, da sollen wir vergrabene Samen auch ausgraben auf den verschiedenen Planeten, auch auf Taris. Deswegen passt das ganz gut, dass wir hier auf Taris gleich zwei Aufgaben haben. Ja, Taris ist uns auch schon wohl bekannt, haben wir auch lange Zeit drauf verbracht auf dem Planeten. Haben ja auch die, ja, Anführer der Jedis oder der Republik haben wir hier gejagt und erfolgreich niedergestreckt. Da waren wir noch auf der Suche nach Jessa. Mittlerweile ist sie unsere Schülerin geworden, unsere, ja, Frau sogar. Haben wir schon geheiratet. Und begleitet uns hier auf allen Wegen. So, scheinbar haben wir auch nochmal Post bekommen. Können wir auch gleich nochmal nachgucken, was wir da jetzt bekommen haben. Genug herumgehangen. So, auf zur Giftseegarnison. Sind wir auch schon. Hier ist nochmal der Bonushandlungsstrang für Taris. Falls da wer Lust hat. Vorarbeit. Identifiziere Transmitter auf Taris. Ja, da ist schon mal einer. Ja, hier muss man sich dann so ein bisschen umschauen. Ist jetzt ein bisschen anders. Drom und Kaas war, glaube ich, so ein bisschen zum Üben da. Und hier haben wir jetzt tatsächlich nur wieder die Bereiche, wo wir mal gucken sollen, ob wir da was entdecken. Hier hinten ist noch eine, da ist eine, hier vorne. Und dort hinten soll der Samen irgendwo versteckt sein. Ich würde sagen, wir reisen mal dorthin und klappern die beiden Orte mal ab. Genug herumgehangen. Ja, hier Ularis, der Showdown nachher auf Taris, wo wir die Basis der Republik angegriffen haben. War auch sehr spannend. Okay, hier bekommen wir nochmal einen Codex-Eintrag. Auch nicht verkehrt. So, da müssen wir mal gucken, dass wir hier an der Mauer nochmal vorbeikommen. Dort vorne müsste nochmal ein Zugang sein. Ja, hier ist alles voller Mauer. Ich glaube, dann gehen wir doch mal durch den Haupteingang hier. So, wir begeben uns noch ein bisschen in den Bereich. Und können dann von hier aus schon mal gucken, ob wir was entdecken. Genug herumgehangen. Da ist die Antenne. Ja, wir müssen auch hier dem Schleier wieder auf die Schliche kommen. Oh, wo kommst du denn her? Ja, den habe ich noch nie gesehen. Aber dann kümmern wir uns mal ganz schnell um den.
Vielleicht gibt er ja auch noch mal einen schönen Codex-Eintrag oder eine schöne Belohnung für uns. Mal gucken. Auch unseren Helm-Moment hier mal nutzen. Ich glaube, ansonsten werden wir den Helm-Moment jetzt auch nicht so oft brauchen. Okay, weg ist er. Mal sehen, ob er nochmal wiederkommt. Nö, scheinbar nicht. Okay, hängt vielleicht auch mit dem Makrofernglas zusammen. Dass der jetzt gespawnt ist, immer wenn wir neue Relais entdecken. So, wir bekommen nochmal Post. Ja, die verlangsamen uns hier gerade so ein bisschen. Solange wir nicht abgeschmissen werden, ja, da passiert es auch schon. Ärgerlich. Die wollen wir eigentlich nicht kennen. So, reicht das, Leute? Lass mich jetzt in Frieden. Okay, dann müssen wir mittendurch. So, in dem Bereich müssen wir nochmal und uns ein wenig umschauen. Wir stellen uns auch hier wieder so ein bisschen darauf ein. Ach, komm, wir gucken mal von hier aus. Da kommt gerade ein goldener Gegner auf uns zu. Können wir uns dann am besten mal platzieren. Hier vielleicht. Vielleicht entdecken wir von hier aus ja schon was. Ah, guck mal. Hier direkt vor unserer Nase. Und da kommt er wieder. Oder nee, jemand anderes. Eine KD-36 Biowaffen-Zerstäuberdrohne. Aber vermutlich, weil wir da jetzt so ein bisschen blöd drin standen. Geht voran, Meister. Glitscht auch so ein bisschen. Unser Laserschwert ist auch weg. So, wo müssen wir als nächstes hin? Hier in den Bereich. Würde ich sagen, reisen wir mal zum Frontlager der 75. Legion. Und dann haben wir auch gleich hier die Vorarbeit auf Taris auch schon mal erledigt. Dann müssen wir uns halt nur noch um den Samen kümmern. So, da müssen wir hin. Vielleicht können wir ja hier von oben sogar gucken. Da hinten. So schnell stirbt man nicht. So, das war Taris. Wir gucken einmal. Neue Infos über Solokon. Falls es euch überrascht, mich auf einem gesicherten Kanal zu hören, ist klar, dass ihr keine Ahnung habt, mit wem ihr es zu tun habt.
Aber ihr müsst wissen, dass ihr mich niemals aufhalten werdet. Ganz gleich, wie tief ihr graben und wie viel ihr finden mögt. Aber ihr werdet euch euren bisher mächtigsten Feind schaffen. Ja, das wollen wir mal sehen. So, jetzt fehlt nur noch der vergrabene Samen hier oben in den Jedi-Ruinen. Dort halten wir dann mit unserem Suchtruineimer Ausschau. Ja, weit im Norden hier in dem Bereich. Sollten wir aber auch relativ schnell finden können dann. Ruft deinen unterirdischen Suchtruinen herbei, der einen Umkreis von 5 Metern um die markierte Person untersucht. Jegliche dort vergrabenen Gegenstände, die er findet, werden automatisch ausgegraben und dir ausgehändigt. Nach der Suche sendet dein Suchtruide automatisch einen Sonarimpuls aus, um mögliche neue Ziele in der Nähe deiner Position zu finden. Ja. Eigentlich fast selbsterklärend. So, sind wir schon im Bereich? Dann können wir doch den Druiden hier vielleicht mal. Dein Suchtruide findet etwas in dem Bereich. So schnell stirbt man nicht. So, jetzt kommt er runter, sucht. Und wenn er nichts findet, dann erscheint er rot und sagt dann aber, in welche Richtung wir ungefähr, glaube ich, müssen. So war das. Okay, hat er nichts gefunden in der Nähe. Müssen wir ein bisschen mittiger wahrscheinlich gehen. Testen wir das Ganze hier mal bei den Knochen. Unglücklich, dass wir jetzt hier auch noch in den Kampf gestürzt werden. So, mal gucken. Okay, der Bereich hier. Wir sind nah dran, glaube ich. Testen wir hier mal an den Blättern. Okay, wieder nix. Okay, weiter hier. Vielleicht hier. Wieder nix. Okay, kriegen wir neue Infos? Ja, so ein bisschen hier drin wahrscheinlich. Nicht so optimal. Wieder nix. Okay, dann müsste das wirklich hier so sein. Auf der Ecke. Soweit haben wir das jetzt schon eingegrenzt. Der Rot. Okay. Mal gucken. Rot. Keine besseren Ergebnisse erzielt. Okay, dann vielleicht hier so ein bisschen noch in die Richtung. Auch wieder rot. Unbefriedigend. Muss man schon sagen. Wir könnten vielleicht hier auch eins von den Teilen nochmal nutzen. Erhöht geringfügig die Reichweite und Präzision des Sonarimpulses. Nutzen wir das doch einfach mal, wenn wir es schon haben.
Okay, er hat auch nichts Neues gefunden. Okay, kann natürlich auch sein, dass sich das jetzt geändert hat wieder. Schauen wir mal hier hinten. An dem Knochenhaufen vielleicht. Gucken wir mal hier. Wieder rot. Ja, das ist der klassische Vorführeffekt. Natürlich jetzt im Let's Play nicht so cool, aber Scheitern gehört auch dazu. So, packen wir das mal hier an. Könnte natürlich auch sein, dass es noch ein bisschen weiter gemeint ist hier. In die Richtung. Ne, tatsächlich müsste das dann hier irgendwie sein. Das Teil. Rot. Testen wir das Ganze hier einmal. Manchmal liegen da tatsächlich nur ein, zwei Meter zwischen. Okay, da haben wir was. Endlich. Das müsste der Samen jetzt sein, den wir hier auf Taris haben wollen. Genau. Weg den Samen auf Taris. Ein Samen wurde geborgen und noch viele sind übrig. Ja, kein Problem. Ja, jetzt wisst ihr zumindest, wie es in etwa funktioniert, falls ihr da selber Probleme bei habtet. Die Samen der Wut haben wir jetzt als Codex-Eintrag noch bekommen. Dann würde ich sagen, reisen wir einmal nach Tatooine, weil dann wird sich hier die Quest-Vorarbeit auch nochmal aktualisieren. Könnte natürlich sein, dass wir dann nach Corellia und Hoss vielleicht nochmal müssen für das Makrofernglas. Werden wir dann sehen. Wir können mal kurz die Post checken hier. GSI-Vorstellung. Eine besondere Nachricht von Adala Highland, dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden von Galactic Solutions Industries. Eure zahlreichen wohlbekannten Siege im Kampf und euer Status als wichtige Figur auf der galaktischen Bühne qualifizieren euch für ein spezielles Angebot von GSI, dem führenden Entwickler von hochmoderner Waffentechnik, um einen Krieg zu beenden, der sich über die gesamte Galaxis erstreckt und wieder Frieden und Ordnung herzustellen. Bedarf es fortschrittlichster Waffentechnologie und GSI hat sich der Entwicklung und Produktion eben dieser verschrieben. Für unsere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben benötigen wir jedoch eure Unterstützung. Falls ihr bei euren Reisen auf eines der sympathischen Kommunikationsterminals von GSI stoßt, hoffen wir sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt und unsere Meldungen lest, um bei unseren Projekten mitzuwirken. Besucht auch unbedingt unseren Firmensitz und unsere Händlerverkaufsstelle auf der Promenade von Nar Shaddaa. Wir freuen uns schon darauf, euch dort zu treffen. Beste Grüße, Adala Highland, GSI, wir bleiben neutral, damit unsere Kunden es nicht müssen. So, und Lana Binico hat uns was geschickt. Ich hoffe, euch geht es gut. Wie versprochen habe ich versucht, die Hypothesen zu untermauern, die ich bei unserem letzten Gespräch aufgestellt habe. Der Verdächtige hat in letzter Zeit ein unerwartetes Interesse für einen Isotop-5-Transport von Markep gezeigt. Es wurden aber keine Aktionen durchgeführt, um die Lieferung umzuleiten oder sonst wie zu stören. Sie kamen sicher am Ziel an. Das Mars-Flaggschiff. Diese ganze Angelegenheit scheint nicht mehr als eine zufällige Neugierde für die Vorhaben anderer zu sein. Ich versichere euch, dass mir diese Heimlichtuerei keine Befriedigung verschafft. Wenn ich mit meinen Behauptungen recht habe, habe ich einen nahen Verbündeten verloren. Wenn ich falsch liege, bedeutet das, dass auf meine Instinkte kein Verlass mehr ist. Bedenkt man die seltsame Erschütterung, die ich in der Macht spüre, so mache ich mir Sorgen, dass diese Bedenken nur die Ideen eines gestörten Geistes sind. Für mich steht nach wie vor fest, dass ich die Antwort finden muss, ungeachtet der Folgen. Verzeiht mir, wenn ich diese Nachricht als zu offenherzig oder ausschweifend empfindet. Ich habe
nur niemanden, mit dem ich diese schwere Last teilen kann. Möge euch die Macht immer dienen, Lana. Ja, gut, Leute, wir sind nach Tatooine gereist und ich würde sagen, wir beenden dann die Folge hier an dieser Stelle mal und fliegen dann mal nach Tatooine runter. Sobald wir unten angekommen sind, identifizieren wir den neuen Transmitter und entdecken den vergrabenen Samen dann auf Tatooine. Also, liebe Leute, bis dahin.